Ja, willkommen zurück. Hallihallo, Hallöchen. Und zwar wollte ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr eigentlich dauerhaft Ressourcen habt, Geld und wie ihr auch die God Rolls ziemlich schnell zusammenbekommt, sei es Rüstung oder Waffen. Und zwar kann man natürlich die ganze Zeit Expeditionen farmen oder Bosse farmen, genauso wie die Kopfgelder und die Monstermission und die Antiquitätenmission. Oder bei Thiago immer wieder vorbeischauen und Bailey, was die gerade so im Angebot haben. Aber was ich gerne mache, ist. Ich denke mal, den Trick kennen auch schon einige. Das ist jetzt nicht wirklich ein Trick, ne? Und zwar, ich habe schon einige Landekapseln. Und die verticke ich nämlich immer schön. Weil davon, wenn man auf den höheren Stufen der Expedition läuft, kriegt man nämlich unendlich davon. Also man hat hinterher wirklich immer genug. Dann kann man die nämlich schön verkaufen. Und dann gehe ich immer zu den Händlern. Sei es jetzt hier in Trenchtown und Rifttown. Ich bitte um Verständnis. Check da alles ab. Je nachdem, ich gucke immer zuerst auf die Stats, also Bonus-Waffenstärke, Schaden auf lange oder kurze Distanz oder je nachdem, was ich gerade brauche. Und schaue natürlich, ob da vielleicht sogar schon eine drauf ist, die ich haben möchte. Oder auch nicht. Am wichtigsten sind auf jeden Fall die Stats. Haben wir hier ein schönes Beispiel. Nehmen wir mal den Buddy hier. Mit Grün geht es auch noch. Dann hat man sogar zwei Mods, die man auswählen kann. Und zwar gehen wir dann zu dem guten, schönen Sahidi. Wir wählen einmal hier das gute Teil aus und gehen aus Seltenheit verbessern. Wenn wir das drücken, können wir es nicht wieder rückgängig machen. Es wurde uns schon abgezogen. Und dann können wir nämlich jetzt hier auswählen, welche Mod wir zufällig drauf haben wollen. So. Wir können ja hinterher mindestens eine Mod hier mal wieder austauschen. Deswegen, wenn wir es jetzt von grün auf blau machen und da ist eine Mod dabei, die jetzt nicht so wirklich toll ist, kann man es trotzdem dann weiter auf lila machen. Wenn dann eine Mod dabei ist von diesen dreien, die dann einem gut gefällt, die vielleicht auch zu seinem Spielstil passt oder zum Bild nehmen. Und dann kann man die eine, die ja dann irgendwie nicht passt, die kann man ja dann immer noch austauschen. In meinem Fall habe ich jetzt noch Schmutz gekriegt. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass ich halt hier eine kriege, die ich gebrauchen kann, dass ich diese hier austauschen kann. Aber gut, dann nehmen wir jetzt hier eine. Und dann kann man die eigentlich auch kaputt machen. Das gleiche ist halt auch mit Waffen. Da gibt es auch jeweils in einer Stadt, in den beiden Städten auch Händler zu. Und die haben halt auch immer alle halbe Stunde wechseln die. Es lohnt sich auf jeden Fall da durchzugucken. Hier eine halbe Stunde ungefähr. Und hier kann man auch schon mal schauen, was die für Perks drauf haben, was die für Mods drauf haben und wie hoch der Waffenschaden ist. Weil der erhöht sich ja mit jedem Mal, wenn man es aufwertet. Ja. Oh, hier ist jetzt auch nichts Tolles dabei. Ja, und so kann man es eigentlich die ganze Zeit machen. Man gibt die Kapseln hier beim Thiago aus für Geld und kann dann rüber zu Belly gehen und holt sich dann Leder, Eisen oder Titanium. Je nachdem. Seht auch manchmal ein paar Sachen. Naja. Bei ihr was verkaufen? Allgemein verkaufen würde ich nicht. Ich würde es dann eher zerstören, aber ich würde vorher trotzdem mal durchgucken, ob man irgendwelche blauen oder grünen Sachen gekriegt hat, die man gebrauchen kann. Und ja, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen. Das ist einfach eine ganz einfache Sache. Das ist halt jede halbe Stunde irgendwo rumrennen, die Mats tauschen und hoffen, dass man halt was Gutes kriegt. Und wenn dann halt in dieser Runde so gesehen nichts Tolles dabei war, kann man ja wieder Expeditionen laufen und wenn man dann fertig ist, die halbe Stunde ist rum, die Händler sind resettet, kann man mit den Händlern abklappern und so weiter und so fort. Also, ja.
Und was noch ist, und zwar diese Splitter hier. Ich habe jetzt inzwischen einige, aber ich hatte immer wieder Probleme mit Statuskraft und Abklingreduktion. Das ist auch ganz unten, was die niedrigsten sind. Einfach immer wieder gucken, ob da welche dabei sind, die zum Beispiel Schaden auf lange Distanz, sobald das Splitterzeichen davor ist. Man zerlegt dieses Teil, kriegt man die Splitter auch dafür. Es sind immer 50. So, Heilung halten würde ich hier zum Beispiel kriegen, da würde ich Statuskraft kriegen. Und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall auch schon mal ein Grund, dann die Hände abzuklappern. Sollte man davon nicht genug haben, weil man halt vielleicht mehrere Sets irgendwie aufwertet. Und ja. Das war's jetzt im Großen und Ganzen. Eine Kleinigkeit gibt's noch. Und zwar, wenn man das Vorbesteller-Pack hat für 6,99 €, bekommt man hier eine Eingangsoption in seiner Kiste. Und hier sind Sachen drin. Mit teilweise starken Mods, aber die kann man nicht zerstören. Da ist nämlich so ein Schloss davor. Das heißt, wenn wir jetzt diese Sachen rausholen, stecken die für immer in unserem Inventar oder in der Kiste fest. Es sei denn, man packt die Sachen, die man halt nicht mehr haben will. Also wenn man die jetzt rausnimmt, man will sie nicht mehr haben, auf einen anderen Char, auf einen neuen, und löscht ihn sofort wieder. Dann sind die Sachen weg. So, die Sachen sind Level 10. Und die kann man natürlich ganz normal hochmachen. Ich glaube, ich mache das mal eben. Hier, dieses Sturmgewehr ist sehr begehrt. Wegen den Knochensplitter. Nehme ich jetzt mal raus, zack. Gehe wieder zum Doktor. Wo bist du? Da. Stufe 10. So. Müssen wir natürlich erstmal Stufenaufstieg, Seltenheit verbessern und, und. Wir fangen aber an mit der Variante, weil dann ändert sich der Wert hier nochmal. Über 370 ist gut, weil wenn das Ding dann auf lila auf Stufe 50 ist, ist das wohl über 90k am Damage. So, wir ändern mal. 308. Nicht toll. Ab im Müll. So. Und zwar nicht zuerst die Seltenheit verbessern. Das müsste man nämlich jedes Mal, wenn man dann auf Stufe 50 hochpackt, Titanium ausgeben. Und ab einer gewissen Stufe, ich glaube, das war 45, auch Landekapseln. Macht man jetzt den Stufenaufstieg auf blau, ganz normal, gibt man die ganze Zeit nur Metall aus. Eisen, Metall, Eisen. Und dann Stufe 50. Und dann Seltenheit verbessern. Dann müsst ihr einmal, ich glaube, 8000, nee, 8000 nicht, 800 Titanium und 75.000 Landekapseln bezahlen. Auf jeden Fall schon eine höhere Menge. Aber das ist immerhin immer noch günstiger, als wenn ihr es direkt auf Lila macht und dann hochlevelt. Ja, und das kann man halt die ganze Zeit machen. Man kann die Kiste resetten, dass sie wieder voll ist, indem man einfach eine Expedition startet, sich töten lässt, dann wieder aufgibt und dann zurück in die Lobby geht und dann wieder rein ins Game. Dann soll die Sachen wieder da sein. Ich habe es ausprobiert, das funktioniert auch. Also dann ist hier wieder voll, dann ist hier wieder eine neue Waffe drin. Ist nicht so mein Stil, da ich sowieso gerade mit Anomalie rumspiele und es mir ein bisschen mehr Fun macht. Aber ich gucke auch immer wieder, wenn die Waffe neu drin ist, dass ich dann mal schaue, ob ich Glück habe oder nicht. Hier gibt's nichts zu sehen, Leute. Jupp. Und das war's dann auch erstmal. Das sollte jetzt nur ein kleines Short-Video werden zur Information, falls das jemand noch nicht irgendwie wusste und sich die ganze Zeit blöd farmt wie sonst was. Ja, dann viel Glück beim Farmen und bis zum nächsten Mal.